Okay. Warte, jetzt bin ich noch dafür, dass wir barfuß sind. Barfuß? Okay. Also Leute, als erstes zieht ihr die Socken aus. Das erkläre ich jetzt unterdessen, worum es hier geht. Und ihr dürft ja vielleicht einfach schon mal hinstellen, weil es ist kein Zuschauervideo. Das dürfte wirklich ganz eigenartig werden in der Zukunft. Das ist ein Video, was dafür gedacht ist, dass du direkt mitmachen kannst. Also falls du die Christina im Interview noch nicht gesehen hast, es kommt eine Übung für die Stimme. Und was ist das jetzt für eine Übung, um das Register zu finden? Oder was hast du gesagt? Also die Übung heißt die Sirene. Ja. Und klingt so, wie sie heißt. Also einfach mal einen ruhigen Raum suchen und die Tür zumachen. Nur von, dass die Nachbarn sich nicht beschweren. Nein, alles gut. Ja, es geht einfach darum, unsere Stimme kennenzulernen und mal zu schauen über die Sirenenübung, wie können wir sozusagen den tiefsten Ton, den wir sozusagen überhaupt aus uns rausbringen, mit dem höchsten Ton kombinieren und das in Form von der Sirene. Das heißt, wir gehen da in den Körper rein mit der Übung. Das heißt, wir machen eine Bewegung auch mit den Armen, sodass wir quasi spüren im Körper, wie kommt der Ton von ganz unten nach ganz oben. Mhm. Ja? Und es geht jetzt einfach darum, dann mitzumachen. Am besten, du hast einen guten Stand und bist, wenn du magst, barfuß, weil dann spürst du deine Füße gut und es geht darum, dass du eine gute Erdung hast bei der Übung. Also du kannst jetzt mal ungefähr einen hüftbreiten Stand einnehmen, die Knie ein bisschen locker lassen und die Zehen mal hochnehmen und dann wieder aufsetzen, damit du spürst, dass du ganz, ganz fest mit allen Teilen von deinen Füßen am Boden bist. Der Körper ist locker, Schultern sind locker, gerne mal kurz schütteln. Genau, ganz leicht in die Knie. Und wenn wir jetzt anfangen, nehmen wir erstmal den Ton, der ungefähr in der Mitte von unserem Körper liegt. Das heißt, das ist meistens unser Sprechton. Das heißt, wenn ich jetzt rede und würde dann diesen Sprechton einfach als Sinnton nehmen, dann kommt sowas raus wie a. Du findest jetzt einfach mal für dich, wo du ungefähr liegst, wo dein Mittelton ist. Und deine Hände kannst du gerne in der Mitte deines Körpers entweder hier haben oder außen. Und find einfach mal hier, wo die Mitte deiner Stimme ist. Mhm. Das heißt als Tipp, ich würde einfach ein bisschen reden und würde gucken, was kommt dann für einen Ton. Genau, du sprichst einfach und dann nimmst du den Ton, der da ist. Hier mit zur Einfachheit halber nehme ich den gleichen Ton. Okay. Und nimm gerne die Hände mal in die Mitte vor deinem Körper. Okay. Mit diesem Ton wandern wir jetzt dann mal nach unten. Bis ganz tief nach unten. Das heißt, wir finden wieder unseren Mittelton. Nimm unsere Hände mal seitlich neben den Körper. Und nimm den Ton dann mit nach unten. Okay. Soll auch lustig sein, wenn du ganz unten bist. Jetzt wird es lustig. Nimm den Ton jetzt wieder ganz unten. Ja. Also du siehst, wenn du jetzt ganz runter gehst, du kannst gerne deine Beine auch mal ein bisschen auseinandernehmen und mehr in die Knie gehen. Und dir den Ton jetzt wirklich von ganz unten nochmal holen und dann nach oben gehen mit dem Ton. Oh. Soll so sein. Okay. Ja. Ohne Lachen. Ihr merkt schon, du brauchst jetzt ein bisschen Luft, also gut in den Bauch und in die Brust einatmen, tiefer Atemzug nehmen. Mhm. Wir machen das Ganze jetzt und synchronisieren es wirklich mit unserer Bewegung nach unten. Nach unten. Mhm. Ja, nach unten, einmal nach unten und dann wieder nach oben bis zur Mitte. Mhm. Wir machen erstmal die untere Hälfte. Okay?
Tief einatmen, Mittelton finden. Okay. Okay. Nochmal, noch einmal. Okay, nach unten. Okay. Schneller Durchgang, noch einmal nach unten. Okay. Gut. Einmal alles ausschütteln. Shake, shake. Okay. Jetzt fangen wir hier in der Mitte wieder an. Wir können einfach die Arme schön nach außen. Tief einatmen. Wenn wir jetzt nach oben gehen, dann wirst du es vielleicht spüren, dass deine Stimme jetzt von der Bruststimme in die Kopfstimme irgendwann switcht. Das ist meistens, bei jedem ist es wann anders der Fall. Und du gehst dann mit deiner Stimme so weit nach oben, wie du kannst. Egal wie es klingt. Okay? Okay. Wie eine Sirene, wir gehen ganz nach oben. Das heißt, der höchste Ton, den du rausbringen kannst. Ganz oben. Okay. Von der Mitte bis nach oben. Aha. Okay? Wir holen tief Luft, suchen den Mittelton. Okay. Wieder sammeln. Tief einatmen. Ausschütteln. Sehr lustig. Okay. Es wird warm. Ja, voll. Aha. Also man merkt, die Energie steigt dann auch nach oben. Ja, ne? Man spürt es im Kopf dann. Ja. Deswegen gut einatmen und schauen, dass auch die Luft aus dem Bauch rauskommt. Ja. Ja. Okay. Also tief einatmen. Wir machen das jetzt noch einmal nach oben. Ja. Okay. Von hier nach oben, von der Hälfte nach oben. Okay. Dein Ton oben. Okay. Okay. Wir gehen jetzt noch einmal nach unten. Von der Mitte nach unten. Und dann machen wir das zusammen. Okay. Beide zusammen, gehen von unten nach oben mit einem Kreis, so wie wir es vorher gemacht haben. Wir verbinden einfach die beiden. Bis nach ganz oben. Bis nach ganz oben. Also gut Luft holen. Ja. Gut Luft holen. Ja. Unten schön in die Knie gehen. Und wenn du nach oben kommst, merkst du, du willst dann eher aufstehen. Also kannst gerne den Körper mit dazu nehmen. Okay? Ja. Ganz tief. Tief einatmen. Wir fangen von oben wieder an. Okay, nach unten. Okay, gut. Okay. Alles gut. Ja, ich bleibe schon mal hier. Ich kann die Übung auch nicht ohne Lachen geben. Okay. Sorry. Supi. Okay. Okay. Also das ist die Register oder Sirenenübung? Das ist die Sirenenübung. Okay, ja, cool.
Ja, ich hoffe, du hast fleißig mitgemacht und uns nie nur zugeguckt. Das war die Übung, oder? Ja. Wenn du Fragen haben solltest, schreib es mal in die Kommentare. Wenn du was teilen möchtest, wie das bei dir so war, ob du irgendwie alleine zu Hause warst oder in einer WG wohnst oder deine Nachbarn dich vielleicht also teil gerne mit, wie die Erfahrung für dich gewesen ist. Finden wir nämlich wirklich ziemlich spannend. Und check auf jeden Fall, wenn du es noch nicht gemacht hast, mal das Interview aus mit der Christina. Und es gibt natürlich noch ein anderes Video, ein anderes Übungsvideo, was nicht ganz so, ja, man könnte sagen, herausfordernd vielleicht ist, wenn du gerade anfängst, dich mit der Stimme auseinanderzusetzen. Schau da auch gerne mal rein. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, vielleicht auch zu teilen, wenn es dir gefallen hat oder wenn die Leute kennst, die sowas mögen. Und ich freue mich, dich in Bälde wiederzusehen. Achso, und ich habe vergessen, wir haben es zwar im letzten Video schon gesagt, aber wenn du an Christinas Arbeit interessiert bist, dann schau einfach mal bei Instagram vorbei, entweder da, Wild Soul, nee, warte mal. Wild Soul in Flow mit Punkte dazwischen, genau. Wild.soul.in.flow. Also den Direktlink packe ich auch in die Show Notes. Es wird auch in Bälde eine Homepage geben, das packe ich so weit, die da ist, auch unten in die Show Notes. Und ansonsten einfach nachfragen. Und genau, es gibt auch einen YouTube-Kanal, Wild Soul, da sind ganz viele Klangexperimente und eigene Songs und Sachen. Also ein total schöner Kanal. Den packe ich natürlich auch in die Show Notes.